Hallo YouTube, willkommen bei Folge 6 Life is Strange auf meinem Kanal. Nachdem Folge 5 ja natürlich etwas kurz war, weil die Episode 2 da zu Ende war, steigen wir direkt schnell wieder ein bei Episode 3 und zwar direkt am Anfang. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und bleibt mir gewogen. In the previous episodes of Life is Strange. Whoa. It's called film Little Pieces of Time. Because Max wants everybody to see I'm how so sick is. Of people trying to control me! Don't ever touch me again, freak! It totally makes sense. You hella saved my life. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. And there she is. How are you doing, Max? Hi, Joyce. I am so sorry about William. I have great memories of him. That was his gift to us. Wonderful memories. Let's talk about your superpower. Hey, it's Thelma and Louise. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back. You're kidding. Put that down. Please, get me out of here! Max! Nobody cares about me. Nobody! What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody. Miss Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything. What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. Life is Strange ist ein Spiel, in dem die Spielentscheidungen die Geschichte beeinflussen. Die Folgen aller deiner Taten und Entscheidungen wirken sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aus. Wähle weise. Machen wir doch. Hoffe ich zumindestens. Oh, ich muss mal ganz kurz Pause machen. Der Ausschlag von dem Spiel gefällt mir nämlich nicht so ganz. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Ja, sieht viel, viel besser aus. Schläft. Life is Strange, Episode 3, Chaos Theory. Oh, Max hat sich das Häschen angenommen. Kate! I knew Chloe would be all over this, so I better get moving. I still can't stop thinking about Kate. It's like I'm awake in a bad dream. How did Sherlock Holmes deduce anything without the internet? Glad the media doesn't waste a second exploiting tragedy. Now Kate's family has to see their daughter's death all over the web like a cat video. And I'm even in this one. Oh, that makes me ill. Neuigkeiten aus Arcadia Bay online. Blackwell-Schülerin begeht Selbstmord auf dem Campus. Arcadia Bay, Oregon.
Eine Schülerin der angesehenen Blackwell Academy sprang heute vom Dach des Wohnheims auf den Campus in ihrem Tod. Mit einem Großteil der Schüler und Belegschaft als Zeugen. Quellen bestätigen, dass das Opfer, Kate Marsh, 18, von etwas geplagt wurde, aber Informationen sind derzeit noch spärlich. Dutzende Handys nahmen den tragischen Vorfall auf, in welchen eine nicht identifizierte Schülerin versuchte, das Opfer zu beruhigen. Hier klicken für das Video, expliziter Inhalt und weitere Details. Besides Rachel, it's been a while since anybody vanished from Arcadia Bay. I shouldn't sound so disappointed. Liste vermisster Personen, Arcadia Bay, Oregon. Wenn Sie Informationen zum Aufenthaltsort der folgenden vermissten Personen haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Polizei von Arcadia Bay. Rachel Amber, vermisst seit dem 22.04.2013. Elton Cassie, vermisst seit dem 10.11.2001. Melissa Lee Grayson, vermisst seit dem 22.03.1997. Winston Smith, vermisst seit dem 8.06.1984. Sunshine Ray, richtiger Name unbekannt, vermisst seit dem 14.12.1973. Ist sehr aufschlussreich. This is such a moving piece of cut and paste Blackwell bullshit. Nobody here had Kate's back. Too little, too late. Liebe Max Caulfield, wie Ihnen sicher bewusst ist, hat die Blackwell Academy diese Woche mit dem tragischen Tod von Kate Marsh eine geschätzte und geliebte Schülerin verloren. Jeder, der Kate getroffen hatte, ob Schüler oder Fakultätsmitglied, kannte sie als freundliche, intelligente und talentierte Person mit strahlender Zukunft. Die Belegschaft der Blackwell Academy ist sich des sozialen und akademischen Traumas bewusst, das mit so einem öffentlichen Vorfall einhergeht. Und wir glauben, dass es notwendig ist, direkt von den Schülern ihre Gedanken und Sorgen zu erfahren. Wir ermutigen Sie, unsere 24-Stunden-Hotline 1800 Blackwell anzurufen und mit einem professionellen Berater über jedwede Frage oder Situation zu reden. Mit anderen Worten, Blackwell steht hinter Ihnen. Director Wells. Naja. Yes, now everybody loves Kate Marsh. They bullied her and now post their feels? Hypocrites. Kann ich mir gut vorstellen. Taylor Christensen in unseren Herzen forever. Victoria Chess, the Cat and Peace. Evan Harris, ich werde dich nie vergessen und ihn nie verzeihen. Mark Brinton, wir lieben dich, Kate. Die Kirche weint um dich. Alyssa Anderson, ich werde mich an dein Lächeln erinnern. Courtney Wagner, ich wünschte, wir hätten mehr Zeit miteinander verbracht. Pater Lament, Matthäus 5,4. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Zack Riggins, die Blackwell Bigfoot versprechen, das nächste Spiel in deinen Namen zu gewinnen. Hurra! Either I delete my page or I block everybody. Nowhere to hide these days. Zeit ist Quatsch, Douglas Adams. Anonym. Epischer Sturz. Hurra. Victoria Chess, hoffe, du hast wenigstens ein gutes Selfie gemacht. Na, klasse. Courtney Wagner, hättest du Kate vielleicht nicht helfen sollen. Dana Ward, du bist die Einzige, die sich wirklich gekümmert hat, Max. Zachary Riggins, wenn wir ein Spiel verlieren, stirbt niemand. Ich wollte es bloß gesagt haben. Aiden Jones, ouch. Anonym. Brenne, du Schlange, Offenbarung 2010. Und der Teufel, der sie verführte, ward geworfen in den feurigen Pfuhl und Schwefel, da auch das Tier und der falsche Prophet war. Brenne. Juliet Watson, hey, ich würde dich gerne interviewen, wenn es dir zeitlich passt. Schick mir eine Nachricht. Anonym. Wow, die Alte ist geplatzt. Du hast sie fallen gelassen wie ein Ei. Boah, sind die nett. Everybody will be talking about Kate now. Blackwell might as well shut down for the next month. See, Lisa? At least I kept you alive. Guess I'm better with plants than people. Hey, Bunny, don't be too bummed, but from now on, I'm your new mommy. Aww. Ich will aber was essen. Are you hungry, Bunny? Here, nosh on this. See, Lisa? At least I kept you alive. Guess I'm better with plants than people. There's been so much going on, I almost forgot about the eclipse. All this atmospheric action can't be a coincidence. And all roads are leading to my tornado vision.
Schokolade? Kate, I swear I will use all of my power to find out who really pushed you off that roof. Oh. Was war denn für Mucke? You know you're hurting when you don't give a shit about music. Oh. Ich will eine Gitarre spielen. Jeepers, I am so freaking tired. I sound like a moron. Come on, Max. No more tears. You have to act, not react. Okay, dann gehen wir mal raus. Okay, this is scary dark. Let there be... so much hypocrite. Oh, Max ist richtig sauer. God, that's like some awful TV crime scene in our dorm. Kate, I would give up my power if I could have another rewind to save you. I won't rest until we find out the truth. And somebody pays for this. Guck mal ein Kerzchen an. This is my prayer for you, Kate. Bless your gentle soul. God, that's like some awful TV crime scene in our dorm. Der kann mal sprechen. Hey, Max. I saw you go up on the roof to try to help Kate. I can't believe she jumped. I can. I just wish I could have stopped her. Are you okay? I'm just, like, numb. I've never seen anybody actually die. Me neither. I didn't think you'd be so upset considering how much shit you and Victoria gave Kate. I'm my own person, not Victoria's bitch. Hello, like, she's freaking too. She already broke curfew tonight. Shit, I'm not supposed to tell anybody. Where did she go? I know I can trust you since you were so nice asking about my mom in the hospital, but Victoria will, like, make my life hell if I blab, okay? No doubt. I do hope your mother gets better. Let me know if you need anything. Thanks. You're, like, weird, but pretty cool, Max. Especially after watching you go up on that roof. Victoria's wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Wir haben schon wieder Sachen erfahren. Wenn wir jetzt zurückspulen? Hey, Max. Dann spulen wir mal vor. I know. Victoria must be upset, since I saw her sneaking out of the dorm past curfew. Oh man, like, you saw her? She was so, like, nervous when she left the dorm. She wouldn't even tell me where she was going. Probably to hell. Well, I have to go crash. It's been a rough day, as you know. Thanks, Max. And I hope you're okay, too. You were the only one who tried to save Kate. Victoria was wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Mhm. Oh, gut. Also, sie weiß gar nicht, wo sie hin ist. Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Hey, can you come in here for a minute? Dana's really hurting over this. Oh. Reden wir mal mit Dana, weil die scheint ja auch fertig zu sein. Hey, Dana. How are you doing? I just can't stop thinking about Kate. And if this is my fault, too. I think we're all responsible for what happened. Not you, Max. You were close to her. You were nice to Kate. That's all she needed from everybody else here. Tell that to Victoria and the Vortex Club. Dana, there's more to this than just Victoria and the Vortex Club being mean. Okay. So what exactly are you saying, Max? Does this have something to do with why you got suspended yesterday? Tell me the truth.
I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell, and I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Yes, the Vortex Club does indeed suck. This is both sad and pathetic. Lesen wir es mal. Lena, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hast. Ich weiß vor allem, ich tue vor allen anderen so, als sei ich tough, aber das war bei dir nie nötig. Ich verdiene dich nicht. Du hast gesehen, wie ich den Schwanz eingezogen habe. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. XO Logan. Oh, super. Ach ja, das ist ja wegen ihrer Schwangerschaft. Zeug? That is so damn cute, how much Dana is into this Halloween party. Tafel? Never forget Kate. Why don't you pick up my cards? Miss you, Kate. Das sind alles Schleimer, ne? That's a depressing thought. And it's always about Victoria. Revenge, Kate Mahash. Broke. I hope Kate finally has her wings now. Are we fallen angels who didn't want to believe that nothing is nothing? Aha, Victoria ist nicht da, da können wir echt mal ins Zimmer schleichen. Schuhe. Those boots are made for walking runways. My cookies? Victoria stole my cookies. Now I can't take them back because she'll know I did it. Victoria's a cookie monster. These socks cost more than my wardrobe. Somebody in here. I'll title this one Portrait de la Assholes. Whoa, there's Kate. Totally high. She looks confused. Not like she's partying. Haben wir noch das Kuscheltier da? Here they are getting loaded with Satan. Ja, die beiden. Das unheilige Du. There has to be some dirt in here on Victoria. Well, well. Maybe Victoria isn't a monster after all. Dann lesen wir es nochmal. Von Victoria an Taylor. Hey, Sweetie, was geht ab? Ich drücke mich gerade vor totweiligen Wissenschaftshausaufgaben. Wie soll sich irgendwie auf die verfluchten Hausaufgaben konzentrieren, nachdem niemand in den Tod gesprungen ist? Ich kann nicht glauben, dass wir es live gesehen haben. Es war wie Reality-TV und der Campus war noch nie so still. Als verstecke sich jeder oder weine. Ich fühle mich total scheiße wegen dem Video und allem, was ich zu Kate gesagt habe. Trommeln wir ein paar Leute für später zusammen. Victoria braucht einen Cocktail. Wir trinken auf Kate. Wie? Von Taylor an Victoria. Mir tut es auch leid, Victoria. Ich kann nicht aufhören, ihren Sprung von mir zu sehen. Ich brauche sofort was zu trinken. Welche Uhrzeit? XO Sweetie. Ah, ist mit Taylor weg. Also irgendwo saufen. First Rachel and now Kate? This is the end of the Vortex Club. Oh, eine Tasche. A unique point of view is right. Thanks to Courtney Wagner ghostwriting this paper. Exzellent. Gut recherchierte Aufsatz mit einzigartigem Blickwinkel. Hey. Victoria Chase. Kunstunterricht von Mr. Jefferson. Blackwell Academy, 1. Oktober 2013. Aufsatz. Noir und Tag. Expressionistische Fotografie von Victoria Chase. Ah, ja. Poster. Ansehen. Wow. I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed.
Victoria is about as straight as me. But she really appreciates style. Interessant, interessant. Aber ich würde sagen, wir schleichen uns jetzt mal raus. My prayers for you, Kate. Oh, super. Sonst hat sie keine interessiert. Dann gehen wir mal raus. So Chloe is waiting for me in front of the main hall. Gedenkstätte. Jesus. I still can't believe she jumped. Oh, dass du nicht zurückschwimmen konntest an der Stelle. Das hat mich so geärgert. Kate is dead, and I'm sneaking around. This campus looks like a cemetery. Gruselmusik. Gruselmusik! Gruselmusik! Steh mal wieder auf. Vielleicht gibt's noch irgendwas. Oh, Chloe? Max? Nee, keiner da. Aaron? Danke, wer nicht weiß. Hey Max, ich will dich nicht bedrängen. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Ich weiß, heute war hart, aber du hast mehr als jeder andere getan, um Kate zu helfen. Ich bin stolz auf dich. Mach dir keinen Kopf wegen Autokino. Wenn du zum Planet der Affen flüchten willst, bin ich dabei. Und wenn du jemanden zum Reden brauchst, bin ich immer hier. XO. Danke, Vern. Ich verarbeite es noch. Die Suspendierung ist das Tüpfelchen auf dem I. Ich rufe dich später an, okay? Oh. Chloe. Halt eine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. Du hast ganz viel Zeit, über dein Loserleben nachzudenken. Oh ja. Mama? Ich war so glücklich, deine Stimme... Max, bitte ruf uns so bald wie möglich an. Wir wissen, es ist schmerzhaft und wollen hören, wie es dir geht. Also melde dich bitte. Wir wollen deine Version zu der Suspendierung hören. Vielleicht solltest du ein Semester zu Hause verbringen. Kuss, Mama. Ich ruf sofort zurück. Liebe euch. Ich war so glücklich, deine Stimme zu hören und froh, dass du ehrlich wegen deiner Suspendierung warst. Wir machen uns trotzdem Sorgen. Denk an unsere Unterhaltung. Du warst für deine Freundin da, als es sonst niemand war, und Kate hat ihre Entscheidung getroffen. Mehr konnte niemand von dir erwarten. Du bist unsere Heldin und wir lieben dich über alles, Maxine. Ruf uns jederzeit an, wenn du reden oder nach Hause kommen willst. Okay. It's unlocked. I hope Samuel isn't around. Das ist noch eine Tür, ne? Werkzeugkasten ansehen. Nothing but tools. Ja, sollte man beim Werkzeugkasten von ausgehen. Nothing here. No, auch nichts. Kamera spinnt heute ein bisschen. Who knew Samuel was so into runway fashion? Mädchenraum ansehen. I know Samuel doesn't wear silky scarves. So, who does? Oh, das sieht nach Fotomotiv aus. Okay.
Läuft es weg? Hm? Das ist bestimmt ein Fotomotiv, oder? Tatsache. Naja, egal. Eine kaputte Lampe. Maybe Samuel should fix that lamp. Irgendwann mal. Geh mal zum Parkplatz, dann treffen wir uns mit Chloe. Principal Wells. Are you serious? I'm toast if he sees me. Nobody can expel me. Not yet, anyway. I know I have a set of keys on me somewhere. Ah, Max the Ninja strikes again. Why won't they fit? Ja, dann hauen wir schnell ab. Get it? Booyah. Like I'm a scary punk ghost. More like a scary and sensitive asshole. Chloe, I watched my friend jump off a roof today. I don't think you need to prank me tonight. You always trip out on me for not being there for you, but is this how you're there for me? I'm sorry, Max. I wasn't even thinking. I suck. I'm not trying to be a bitch, but I'll never get the image out of my head of Kate jumping off that roof. All because my power didn't work. It didn't mean shit. I know seeing Kate fall was horrible. I don't even know how to deal with that, so I just act like an idiot. But it's your badass power that's gonna bring all this to a close. We just need to connect the players. And find out who really killed Kate. Mm-hmm. We have to stop this from happening to anybody else. Oh yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos. Oh right, except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space? No biggie. Chloe, I just feel weird about some of my decisions. I mean, I even got my own dumbass suspended. Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Right. For one thing, there's too much coincidence between the people around Kate and Rachel. Like Step Prick and Nathan Prescott? Not just them. Yep. I just want to beat the shit out of those particular bros. And even though I don't know her, it feels like Rachel is guiding us to the truth. Fuck the truth. I just want to find my friend right now. It scares me to think where she could be. Do you think she's... dead? I'm sorry. I hate even saying that, Chloe. Not as much as I hate thinking it. Max, we have to find Rachel soon. Mm-hmm. We have to. I promise you we will. Like you said, it's time to start the search for clues. Now tell me what's your secret. Drum roll, please. I present the spare keys to Blackwell. Thank you, Step Prick. You are such a boss, Chloe. I just don't want you to get into any more trouble. Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay. At this point, who gives a fuck anymore? You're suspended anyway, Max. Lead the way. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. Insert groan here. Hallo, Anya. So much for helping me put together a portfolio. Hopefully the rest of the class will follow your lead. I'm sorry I was distracted, as you know. Und Anja, alles gut? Reknuddel! Schön, dass du da bist.
Ja, siehst ja, ich bin gerade am Stream, mehr oder weniger. Irgendwie ist meine Leitung wieder daneben. Und gleichzeitig nehme ich für YouTube auf. Also sag mal, hallo YouTube, Babe. Hoppala. So, apropos YouTube, ich muss... Hallo YouTube! So, ich muss mal weiterspielen. It's not been a good day for Blackwell. I know this has been an awful day, and you can talk to me anytime, Mr. Jefferson. Thank you, Victoria. I imagine you're pretty upset over Kate as well. I'm, like, still in shock. I've never seen anybody die. I really cared about Katie. Katie? I had no idea you two were that close. Did she? Well, how does this affect the Everyday Heroes contest? Also, da kann man sagen, was man will. Sie ist eine... I still have to pick the winner to best represent Blackwell. I've got all the photos, except one from Max. I'll give you a one-word sneak preview of Max's photo. Selfie. Listen, you've seen my entry. You know it's better than that. Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Stick to Mr. Jefferson, Victoria, please. And, I haven't picked a winner yet. You already love my work, so it's not like you're playing favorites. Just imagine if you picked my photo, though. Wow. We would have to spend a lot of time together. That could be fun, don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that. You might as well choose me. Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something. As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised okay. threat. Okay, Anya. This conversation is officially over, Miss Chase. I suggest you go back to your dorm now. Wait! I only... Are you fucking kidding me? Ach, du willst ihn doch nur von ihm reinbekommen. Victoria, willst du doch nur... So stupid. Just when I think Victoria can't get any more evil. Shit is about to get real at Blackwell. Let's go find out. Oha. Chloe the Keymaster. You know it. So, liebes YouTube. I don't know about this. We're both already in so much trouble. Not to mention the weed you brought into my room. Joking. I'm serious. We're not kids anymore. We're breaking and entering. If I have a key, how can it be breaking? They can't charge us for just entering. I'm serious. We could go to jail. Not if I'm related to the head of Blackwell Security. Stepshit will not want me in the hands of the local police. So we better find out what's in the principal's office first. You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max. Tell that to Kate. Come on, one more door and our work here is done. Gut, liebes YouTube. Ich werde jetzt hier die Aufnahme auch sehr schnell beenden, weil es ist 21 Uhr aktuell bei mir, oder kurz vor. Heißt auf der anderen Seite, ich muss gleich Remember Me spielen. Das seht ihr zwar in einem anderen Video für meine Zuschauer auf Twitch, das aber jetzt sofort passieren. Also, liebes YouTube, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt und immer aktuell sein wollt, was ich gerade in meinen YouTube-Kanal hochlade, lasst mir ein Abo da. Wenn ihr bockig seid, mich bei Life is Strange und Remember Me spielen, live zu begleiten, habt ihr die Möglichkeit, jeden Sonntagabend ab 20 Uhr auf twitch.tv/derhighphone. Ihr könnt mir über Twitter folgen, über twitter.com/highphone und über Facebook, facebook.com/highphone. Da hinterlasse ich zumindest meine nächsten Daten. Ich kann jetzt schon sagen, ich habe jetzt seit letzten Freitag eine
den Transformers-Freitag ausgesprochen. Das heißt, ab freitags ab 20 Uhr momentan werde ich Transformers spielen. Angefangen mit den High Moon Studios spielen. Aktuell spiele ich jetzt War for Cybertron. Danach Fall of Cybertron. Und als drittes Spiel, ich habe es mir als Trilogie überlegt, spiele ich dann Transformers Devastation von Platinum Games. Ich habe schon ein bisschen reingespielt in Devastation. Ich finde es nicht so schlecht, aber mir gefallen auch so Spiele wie Nier Automata, das Kampfsystem finde ich sehr gut. Ich spiele auch Attack on Titan. Wie gesagt, vielen Dank, liebes YouTube, und bis zum nächsten Mal.